unserer modernen Welt sind wir heute dermaßen garantieverbunden, dass wir alle Waren mit irgendwelchen Garantien nur erwerben oder einen Neuwagen ohne Garantie, so und so lange gibt es das nicht, das wird nicht verkauft und du willst Garantien, wenn du irgendwas, ein Haus kaufst, dann willst du Garantien auf dieses und jenes und das ist ja schön und gut. Jeder Mensch möchte Sicherheiten. Sicherheiten. Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Oder die Lebensmittel. Sie müssen ein Verfallsdatum haben. So lange sind sie aber haltbar. Und dann muss das aber auch stimmen, was da drauf steht. Und damit leben wir und das genießen wir in einer Weise. Und dann in geistlicher Hinsicht, in Bezug auf die wirklich wichtigen, unsagbar, unbeschreiblich kostbaren Dinge der Ewigkeit. Was für Garantien habe ich denn dort? Was vermittelt mir die Bibel? Und ich kann auch die Frage stellen der Heilsgewissheit. Soll ich der Bibel gemäß Heilsgewissheit haben oder soll ich da so ein bisschen unsicher sein? Es gibt tatsächlich auch Schriftstellen, die mir ziemliche Unsicherheit vermitteln. Ja, warum? Wieso? Hinsichtlich der Entrückung. Was gilt es für mich zu tun, um 100% entrückungsbereit zu sein? Wo wäre eine Gefahr der Disqualifizierung? Kann, soll ich mir dessen sicher sein, dass ich entrückt werde? Und was ist die Garantie? Wo wäre die Garantie? Und dann wieder lese ich in der Bibel so bedrohliche Verse, die mir sozusagen die Sicherheit, die Garantie entziehen, die mir gar nicht so deutlich klar 100% zusagen wollen, sondern die mir sagen Dinge wie, wer da stehe, der sehe zu, dass er nicht falle oder nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage dem aber nach. Und dann diese vielen Erwähnungen von, passt ihr auf, hütet euch, sehet euch vor. Und dann wieder, ihr seid auf Hoffnung, auf Glauben gerettet. Aber eine Hoffnung, ein Glaube, den man schon vollendet sieht, das ist ja gar keine Hoffnung, das ist ja gar kein Glaube. Somit ist es wie ein schwammiger Boden, wo ich nicht so schwankend bin und ich weiß nicht, werde ich dabei sein, kann ich dabei sein, werde ich mich disqualifizieren, ja, wie wird alles enden in meinem Leben? Ja, dann habe ich eine Spannung, dann habe ich eine Hochspannung, die mir aber der Geist Gottes verwenden will, sodass ich nicht verzweifle und vielleicht in Hoffnungslosigkeit, oh, ich habe ja doch keine Chance und wer weiß, vielleicht bin ich ja auch dazu vorbestimmt, um nicht entrückt zu werden. Ha, dann brauche ich mich ja gar nicht darum mühen. All diese Dummheiten, die man dann menschlich erwidern möchte, führen nicht zur Absicht, die die Bibel hat mit diesen unsicher machenden Versen. Und ganz besonders entsteht dann das Problem für diejenigen, die sich denken, sie könnten sich die Entrückung irgendwie verdienen, mit irgendwelchen frommen Leistungen. Aber dagegen ist die Bibel, da ist Paulus auch ganz grantig. Wenn ich mich mit dieser verkehrten, werksgerechten Denkweise dem Entrückungsthema nähere, dann passt eigentlich nur für mich der schreckliche Vers von Josua, den er auf seinem berühmten Landtag zu Sichem den ganzen Israeliten vortrug, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, ihr könnt nicht dabei sein. Warum und wieso? Weil ihr das Pferd am Schwanz aufzäumt. So läuft es nicht, so funktioniert es nicht. Und dann kommt auch die vergleichbare Geschichte, die man so gut hineinpassen kann, in diese ganze Fragestellung, wo jemand kam und gefragt hat, was muss ich denn tun, um selig zu werden, um entrückt zu werden? Jesus fragte zurück, eine Gegenfrage, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Warum bringt Jesus den Einschub vom Gesetz? Weil das Gesetz gerade ist das hochheilige Instrument Gottes, um die fatale Unmöglichkeit der menschlichen Situation dem Menschen schwarz und weiß in die Hände zu drücken. Hier kommt mein Scheinwerferlicht, mein Gesetz kommt für euch. Und da, du kannst unmöglich entrückt werden.
aus dem, was muss ich tun, um entrückt zu werden. So funktioniert es nicht, so wird es nicht gehen. Da wird immer nur die Enttäuschung der Torheit und der törichten Jungfrauen auf dich warten. Nein.